Hallo zusammen. Heute befinde ich mich auf dem Valguero Community Server von Dextro23 und hier geht es jetzt gleich mal etwas rund, und zwar wieder mit einem Bauguide für ein Baumhaus. So, ja. Wir haben jetzt unsere Charaktere vom Ragnarok-Server vorüberziehen können, auf dem wir schon um einiges höher waren. Und da wir hier auf Valguero immer noch spielen wollen und ja noch nicht ganz fertig sind, und der nächste Schritt das Dungeon The Liar ist, geht es jetzt hier mit dem Baumhaus los als Vorbereitung. Baumhaus ist ziemlich einfach. Einfach als erstes quadratisches Fundament nehmen und dann hier, so wie ihr es seht gerade von mir, richtig so bei Schnauze mittig rein, wenn es bisschen versuchen gerade zu werden, läuft so. Und wenn ihr das drin habt, müsst ihr natürlich richtigen Bauguide müssen wir was nicht so, so ein kleines bisschen machen. Dann geht das hier rucki zucki weiter. Beide Richtungen. Immer schön ein quadratisches, drei Dreiecke. Und dann geht es immer weiter mit einem Quadrat und dann drei Dreiecken. Und wie ihr seht, also es ist jetzt nicht ganz so, es ist nicht ganz so schön rund, wie es schön wäre. Aber es kommt dann eigentlich ziemlich gut rüber. Halt, ziemlich gut rüber. Und hat die letzten Male immer gut funktioniert. Zumindest bei mir. So. Und das ist ja immer das, das Schöne. Man kann das schön hier anpassen. So. Und der letzte quadratische. Und wir haben die erste Runde voll. Gemäß der Reihenfolge an die Dreiecke und Quadrate. Und an die Quadrate vom Dreieck. Und nach der zweiten Reihe die dritte Reihe. Selbes Prinzip und weiter geht's. Auf Runde 3 und natürlich Runde 4. Wieder mit demselben, diesmal dreimal quadratisch und fünfmal dreieckig. Und das mit Super Lag sogar. Und damit wir nun keinen Ohrwurm bekommen, geht es jetzt mal in die andere Richtung. Weil hier machen wir erstmal unsere Fundamente voll, wenn es denn möchte. Und nun geht's hier weiter.
Und damit haben wir den Außenring fertig. Und wer jetzt genau hinsieht, ich habe noch was. Und wo das hinkommt, zeige ich euch gleich. So, wir haben hier innen noch Platz. Manchmal klappt es nie. Und das werden wir jetzt einfach mal testen. Aber ich sehe gerade, an die Stelle, wo es nicht hin soll, da funktioniert es. Dann machen wir es doch einfach so. Da soll nämlich die hin. Damit wir einen schönen Übergang haben. Dann gucken wir doch einfach mal, wie groß hin können. Weil Fundamente können nur dorthin, wo mindestens so 50% Platz ist und genug Snap-Points sind. Wie ihr seht, da will einfach nichts an Snap. Einfach nur rein optisch. Aber so wie es jetzt ist, gefällt mir das. Und jetzt haben wir erstmal eine Grundfläche. Eigentlich könnte man auf so einer Baumplattform schön rund bauen. Aber da das hier für uns nur eine kleine Nebenbase wird und eigentlich nur zum Ausgangspunkt, zum Startpunkt für die für den Dungeon, werde ich heute mal quadratisch auf Baumplattform bauen. So, und aus dem Grund reiße ich hier ein paar Steinfundamente wieder weg. Muss natürlich immer aufpassen, dass ich die richtigen Fundamente wegreiße und nie versehentlich die falschen. So, mal schön Steinfundament gucken. So, und jetzt noch hier. Nämlich das Problem, in der Höhe sind die quadratischen Steinfundamente anders als dreieckigen. Von dem her nehmen wir lieber wieder zu viel weg als zu wenig. So, wollen wir bloß schön drauf achten, Steinfundamente. So. Und das wird jetzt hier unsere Grundlage. Halt. Und damit wir da sicher sind, das weg. Das hier. Weil ich habe es eigentlich lieber, wenn man ein kleines bisschen zu viel wegnimmt, als zu wenig. So. Dann geht es dann hier auch gleich los. Halt, setzen als erstes das. Und weil ich ja im richtigen Arc ein Freund vom tollen Bauen bin, halt. Nehmen wir auch weg. Vom symmetrischen Bauen und schön angepasst. Setzen wir hier gleich mal unsere Leitern hin. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit. So, eins müssen wir natürlich noch bauen. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich das so wegreiße. Jetzt. Halt, als erstes machen wir wieder unsere Zap-Zap. Zaunfundamente. Zaunfundamente sind in dem Falle wichtig, weil wir dann hier wieder so Posten setzen wollen. Ich muss bloß jetzt aufpassen, dass ich in der richtigen Position baue, und zwar genau da, genau. Und dann halt immer die erstmal setzt, wo kein Zaunfundament ist, damit man dann gucken kann, dass es so richtig einsnappt. So, perfekt. So, das, da war das Zaunfundament, also dahin und dann dahin. Ja, Vorteil APC ist halt, wir haben nie wie bei Mobile Arc damit die Chance. Das, ja, das funktioniert natürlich. Wir können nämlich hier ohne Probleme Nachgang immer noch unsere Säulen setzen, was bei Mobile Arc leider nicht geht. Und so können wir hier immer noch ein bisschen was schön machen. So, jetzt kommt natürlich eine schöne große Doppeltür.
aus dem Grund habe ich drumherum lieber immer frei, weil es einfach einfacher ist, sie so zu setzen. So. Das hin. Das hin. Dann geht's schon ins zweite Ebene fast. Und damit es von oben ein bisschen heller wird, habe ich da ein paar Fenster natürlich gemacht. So, dann fällt mir natürlich auch gleich wieder auf, dass ich ganz vergessen habe, dass ich an der Seite hier auch noch eine Tür eine Wand setzen. So, das gleich so. Das letzte Fenster. Und damit ist unser Haus schon fast fertig. Jetzt fehlt natürlich die Innenausstattung. Und das gucken, mache ich irgendwann der Seite an. Natürlich gucken, ist dabei. Ja, ich habe dabei. So. Dann gehen wir in die schöne K-Ansicht. Uns das von oben an. Ja, dann hoch, springen drüber. Jetzt können wir das schön hier alles einpositionieren. Und können sparsam schön die Schränke setzen. Da haben wir wirklich die Chance, dass wir das komplett ausnutzen können. So, ich habe jetzt nur drei Schränke, weil reicht mir erstmal. So, und jetzt machen wir das, klettern wir hier hoch. Und setzen wir den. Jetzt nachgucken, weil. Wir müssen nämlich noch Schmiede setzen. Da denke ich mir, wir setzen sie auf die andere Seite. Also kurz runter, hochklettern. Gehen wir wieder in K rein, damit wir das schön in die Ecke setzen können. Und damit steht auch da unser Schmelzofen. So. Und als nächstes kommt die Schmiede dran, aber dafür müssen wir erstmal Metall schmelzen. Es brutzelt. Und 5 Metall sind da. In diesem Sinne. Naja, ich sollte vielleicht rübernehmen, diese 5 Metall. Und damit produziert die Werkbank. Und so wie die Werkbank produziert, halt, können wir sie natürlich auch gleich stellen. Und das machen wir wieder in der K-Ansicht. Weil wir können sie so einfach richtig schön gerade hinstellen. Und so wie ich das gerne mache, stelle ich die immer gerne hier in die Ecke. So, damit haben wir das geschafft. Und jetzt müssen wir natürlich das, was wir gerade alles abgerissen haben, wieder mühsam aufbauen. Und aus dem Grund zack, da das hinsetzen, da setzen wir rein. Na, danke, ich gucken. Es kann natürlich sein, dass ich mich immer noch verzählt habe, was garantiert der Fall sein wird, so wie ich mich kenne, oder ich einfach mit viel zu wenig kalkuliert habe. So, dann kommt das noch. Ja, ich habe garantiert viel zu wenig kalkuliert. Das. Nee, halt, wir machen erstmal die hier. Dann sind nämlich eigentlich alle wichtigen Fundamente gesetzt. Und dann ignorieren wir die erstmal. Wir können jetzt hier noch
Halt. Unsere Tür setzen. Den hier noch den Standard-Mörser. Halt, nein, X abreißen. Und dann haben wir nämlich hier erstmal das Wichtigste. So, dann können wir die Holzleiter abreißen. Die Holzleiter abreißen. Nächster Schritt ist natürlich jetzt hier oben die nächste Etage drauf zu zimmern. Und das sehen wir gleich. Geschwind stehen jetzt noch ein paar Schränke. Und wir kümmern uns jetzt aber mal hier um die nächste Etage. Und aus dem Grund kommen als erstes wieder die Pillar. Und dann kommen unsere Holzwände zum Einsatz. Zack, zack, zack. Als erstes natürlich direkt immer über die Fenster. Dann haben wir natürlich auch noch Fenster, die wir jetzt auch noch setzen. Und bloß gucken. Da setzen wir auch gleich noch eins. Und jetzt haben wir natürlich die Hälfte vergessen, aber das ist gerade egal. Jetzt kommt nämlich das Schönste, die zweite Ebene. Und damit das jetzt auch locker flockig nach oben geht, gibt es da eine Leiter. Jetzt gucken. Können wir hochklettern, sehr gut. Das Problem mit den Snap Points ist manchmal so eine Sache. Viele Snap Points. Aber am Ende bin ich jetzt nie. Und das ist dann immer sehr, sehr schlecht. So, jetzt. Ich habe hier schon ein bisschen was vorgecraftet. Was wir jetzt alles brauchen. Und dann müssen wir mal testen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das denke. Addieren. Ah. So. Ja, so, so. Es funktioniert so halb. Wir haben nämlich jetzt die Chance, die Kahnsicht funktioniert nur dann, wenn man, wenn dann die zwei, also wenn der Abstand zwischen der unteren Ebene und der oberen Ebene mehr als zwei Wände hoch ist. Nur dann funktioniert das mit der Kahnsicht noch, dass man da was runter platzieren kann. Ansonsten snappt das immer oben ein. Und das nutze ich jetzt einfach mal. Na komm. So. Eins. Zwei. Drei. So. Jetzt gehen wir einfach rüber. Weil wir gehen können. Ja, das setzen wir so hin. Schritt zurück, oder? Komm. So, ja. So, da natürlich auch drei Betten hin. Und dann haben wir das geschafft. Jetzt noch, damit wir... Sind wir natürlich oben fertig. Ist hingemacht. Die nehmen wir mit. Und die nehmen wir mit. Da ist hochklettern. Musste man natürlich ein kleines bisschen gucken. So, und damit wir hier nicht runterfallen, machen wir das gleich mal so. Zack. Da drüben auch. Reicht uns. Und dann. So, zack. Weil ich stehe ja so auf Optik. Und wenn es nie immer hinhaut, wie ich mir das gerne ausmale. Außer sind wir wenigstens da ein bisschen auf der sicheren Seite. Eins rechts. Links und bleibt die Mitte.
Da ist die Mitte. So. Können wir natürlich noch... Fällt mir natürlich noch ein, was ich vergessen habe. Wir brauchen, haben leider nur eine Holzdecke. Dann das, das. Da ist sie. Jetzt natürlich gerade so. Wie als wäre es abgesprochen. So. Und dann machen wir nämlich da auch noch zu. Wenn es denn möchte. So. Einmal da, einmal da. Und dann die Mitte dicht. Und schwuppdiwupp ist unser schönes Haus soweit fertig. Die reißen wir jetzt einfach ab. Weil der Rest, der geht auch so, wenn es sein muss. Und damit wir hier noch ein bisschen Schutz haben, gibt es hier noch ein paar schöne Geländer. Machen wir noch eins dahin und eins auf die andere Seite. Und der Rest der Plattform, wie ihr da seht, ist als Landeplattform für unsere Tierchen gedacht. So, jetzt müssen wir bloß noch, was mir gerade noch aufgefallen ist, beziehungsweise was ich schon gesehen habe. Hier machen wir jetzt noch einen Abstieg hin. Abstieg ist zwar jetzt wahrscheinlich nie so die richtige Aussage, aber trifft es etwas. Weil normal kommt man ja auf eine Baumplattform meistens nur über ein Flugtier oder indem man mühsam eine Leiter hinbaut. Wir haben eigentlich da keine Lust so richtig drauf. Also, dass man nur ohne, also nur mit Flugtier da drauf kommt. Aus dem Grund machen wir hier einfach mal ein. So. Ja, genau so mache ich das. So. Ja, perfekt. Ja. Und hier kommt dann noch eine Seilbahn ran. Und dann ist unser Baumhaus fertig. In diesem Sinne, sage ich mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und kommentiert gerne, was ihr auch nochmal sehen würdet an kleinen Ark-Bauprojekten und besonders eure Meinung zu diesem Haus. Ciao!